Ah, Brettl! Lawine. Viele haben es schon erlebt und fast genau gleich viele stehen nicht dazu oder sprechen zumindest nicht darüber. Heute ist der 26.12.2020. Wir waren in einem Gebiet unterwegs, wo ein Lawinenzweier gewesen ist. Die gefährdeten Expositionen sind über Ost nach Süd vor allem gewesen. Wir waren in einem Nordostbereich. Beim Zwarer sind wir in einen Hang eingefahren, der ca. 35 Grad steil gewesen ist, und wir haben ein Schneebrett ausgelöst. Ich veröffentliche dieses Video, weil ich erst gestern angeschrieben worden bin, wo man am besten für die Göll-Ostwand parkt, weil der Bergkamerad, der mir angeschrieben hat, am Sonntag die Göll-Ostwand, also morgen, gehen will. Und das bei einem vermutlich Lawinendreier. Die Exposition der Göll-Ost ist genau gleich wie in dem Hang, in dem uns das heute passiert ist, mit dem Unterschied, dass die Göll-Ost ca. 50 Grad steil ist und da, wo uns das passiert ist, in einem Bereich war, wo wir gerade einmal 35 Grad Steilheit gehabt haben. Wie wir das Ganze abgehandelt haben, seht ihr in diesem Video. Ich würde mir wünschen, dass sehr viele von euch sich viel mitnehmen können und vor allem, dass die Lawinengefahr im Winter nicht unterschätzt wird. Oh, Brettl! Scheiße! Scheiße, Franz! Alles okay? Wuhu! Wechselhafte Verhältnisse. Ah, Brettl! Ist okay. Ist okay. Achtung! Seid der Ski auch da? Ja. Die Masse da. Hätte sie gehabt, Ricardo. Die hätte sie gehabt. Ja. Okay. Bleiben wir mal kurz liegen. Der ist da, der Stecker. Bist du? Ja, der andere ist hinter dir oben. Bianca, du bist da mal beim Ricardo. Alles gut. Das dann tue ich im Schnee weg. Kleinräumiges. Ja. Und das reicht. Ich fotografiere das einmal. Ja, wegen dem Anschneiden. Ja, weißt du, wenn ich zu viel Schwung mache, da ist kein Druck. Und dann, ich weiß nicht was, ich bin noch umgequert. Ja, also ist da dann direkt ausgelöst worden. Ich habe nur geschaut, dass ich irgendwie oben aufbleibe. Dann hätte ich mich fast eingekommen. Ja, ich habe es gesehen, die hat sich ein bisschen überschlagen. Dann bin ich irgendwie rausgekommen. Aber alles so gut. Ja. Ich hätte sonst gleich gehabt, ich bin umgefahren und... Das habt ihr mir gleich gehört, oder? Ja, ich habe es sofort gesehen, ich habe mir nicht aufgeschaut. Ja.
die habe ich da, schau. Da vorne habe ich die. Den habe ich noch fix in der Hand. Ach so, drum hast du es dabei. Das Ricardo, den stecken um, da holst du gleich, ich hole den anderen. Und wir bleiben noch, und wie gesagt, am Bugel zum Hochsitz. Ja, ich fotografiere es. Ich rufe jetzt die Bergrettung an, falls irgendwer gesehen hat. Ja. Schneebretterauslösung abblitzen, ja. Kein Verschütteter. Fahrt es nachher da einmal um ins Flache, gell? Grüß dich, Althuber Franz spricht da. Ich bin am Oblitzen, wir haben eine Schneebrettauslösung gehabt, kein Verschütteter, wollte ich nur Bescheid geben. Am Oblitzen im Lungau auf circa. Am Oblitzen. Schneebrettauslösung, kein Verschütteter. Okay, hörst du mich jetzt besser? Ich hab die Hand davor. Oblitzen in Mur, Nordhang, ca. 35 Grad steil, 30 Meter breites Schneebrett, ca. 100 Meter lang, kein Verschütteter. Bitte? Gubat, weiß ich jetzt nicht, also zwischen Silbereck, da in der Gegend den Moor halt. Ja, wir werden jetzt aber da rüber fahren, gell? Ja, genau, also bei der Hirsau Alm oder so ein bisschen oberhalb bin ich. Ja, Hirsalalm, glaube ich. Ja, genau. Da liegt der Schneebrettel, 20 cm Anrisskanten, ist aber nichts passiert. Okay, passt. Danke, ciao, ciao. Passt, oder? Passt, ja, danke fürs Bescheid geben, hat er gesagt. Aber Ricardo, dein Sturzmann, hast du eh Glück gehabt mit den Felsen? Ja, ich hab's gesehen. Jetzt weißt du, wie es mir gegangen ist in der Geost. Alter. Da geht's dahin, gell? Ja. Wir fahren jetzt um am Bugel. Ha? Wir fahren am Bugel um und suchen uns immer die flachste Stelle. Ja. Franz, noch 3 Sekunden bevor es passiert ist, habe ich mir nur gedacht, wenn ich bei euch bin, sage ich euch, was das ist mit dem Zusammenwarten, was das mir aus dem Sicht fällt. Ja, drum habe ich auch da gewartet. Weißt du, wir immer zusammenwarten. Nein, ich wollte nur mal sagen zur Sicherheit. Was ja, nein, es hat eh gepasst. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Hey, ich glaube, ich habe das sogar gefilmt. Ja, ich habe es auch auf meiner GoPro drauf. Ja, wir fahren zu den Palmer und dann zum Hochsitz um. Ricardo vom Schock und so weiter. Was ist heute für ein Tag? Was? Was ist für ein Tag heute? Samstag, glaube ich. Und Datum? 26. Ja, passt. Wieso? Ja, ich wollte noch fragen. Ach so, ob es noch gut geht? Ja, wegen einem Schock.
um mit zur Bianca einfach, gell? Ha? Zur Bianca um mich. Willst du da wenig? Ja, ich fahr jetzt gleich um mich auch. Ich war sofort da gewesen. Auch. Ja, ich habe eh gesehen. Ja. Ja, ich meine, das ist was, was keiner braucht. Ist der Arsch kalt, oder? Du, hast du die Ziel aus dem Tür die Sondere drüber? So, ja. Weißt? Jetzt ist es ja echt. Ja. Ich bin so grün runter, aber ich war komplett vereist jetzt. Ja. Aber ich sei froh, dass du jetzt meine Handschuhe von gehabt ja. hast. Die haben dir ein bisschen wärmer gehalten. Bianca hat dir geholfen, auch, gell? Ja. Ich fahre es irgendwie, ich kann nur mal anziehen. Ah, ist da. Ach so, das hätte ich mir gedacht, dass du es über die Nase reinmachen kannst, dann kriegst du ein bisschen Lärm. Ja, passt. Dann zur Bianca für ihre Hilfe hinter dir noch kommen. Ja, in der Muldenbrei ist wieder Triebschnee, aber da kann nichts passieren. Ich bin aus dem Fratzen so kalt geworden beim Telefonieren, weil ich die Handschuhe nicht noch gehabt habe. Wen hast du jetzt angerufen? Bergrettung. Okay. Mir Bescheid geben. Ich meine, vorher unten siehst du das gut. Der Fehler, den wir gemacht haben, war, weil da herunten der schönere Schnee zum Fahren war. Ja, wir sind und die Spuren sind trügerisch gewesen. Wir hätten weiter oben rechts. Wir hätten gleich über den Bugel raus, so wie wir die Aufstiegsspur angelegt haben. Das war der Fehler. Und wie schaut es bei dir aus? Gehst du im Winter auf die Berge? Bist du auf so eine Situation vorbereitet? Wenn nein, dann hast du aus meiner Sicht nichts im freien Gelände im Winter verloren. Dann fehlt da einiges. Du kannst es ganz einfach lernen, dich mit der Materie Lawine auseinanderzusetzen. Es gibt Literatur dazu, ich packe euch ein paar Bücher unten in die Beschreibung rein und vor allem bieten Bergführer, alpine Schulen und auch viele Skischulen Lawinenkurse an. Das ist das kleine 1x1, bevor man im Winter ins freie Gelände geht. Das ist die zentrale Message an euch Leute. Bitte Leute, geht im Winter erst ins freie Gelände, wenn ihr dieses kleine 1x1 beherrscht. In dem Sinn, danke wie immer fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch.